Ich bin's, der Arthur, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Mafia 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid, und ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr habt einen schönen Tag und genießt das schöne Wetter, was vielleicht heute sein könnte, wenn diese Folge rauskommt. Ich weiß ja nicht. Ich bin ja kein Meteorologe oder so. Hast du Meteorologe? Ich glaube. Meteorologe. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ich bin keine Maxi Bieber. So. Ich kann also nicht das Wetter voraussagen. Wir wollen jetzt die South Downs machen, die Fäuste und die Flammen. Speed ist ein aufsteigender Boxer, der gezwungen werden soll, einen Kampf absichtlich zu verlieren, was das Ende seiner Karriere bedeuten würde. Ja, und zusätzlich haben wir in der letzten Folge, glaube ich, war das? Hab ich gleich geschaut. Oh, wir haben Nicky Berg, Thomas Berg, Vito, Cassandra, Manuel, aber sie habe ich noch nicht. Abschlussliste. Wir haben Frank Pagani gekillt. Jetzt haben wir Tony Marcano. Tommy, nicht Tony. Achso. Und da fahren wir jetzt einfach mal hin. Mit Sweet Daddy Little. Ja, ich finde den Namen so geil. Also so Mafia-Filme oder so, die sich über die geilsten Namen geben, finde ich mega. Mit Cabrio fahren mit Ring. Alter, ich kann mit dem Wagen so gut fahren. Den bei jedem Rennspiel GTA oder was weiß ich. Ich bin der König auf der Straße. Bei PUBG! Ja, genau, wenn ich streame. Jawohl! Warte mal. Was ist da hinten? Jetzt will ich mal wissen. Da war eben ein Gegner angezeigt. Den krallen wir uns jetzt einfach mal. Was? Spanner. Meine Schuld. Ja, da warten wir kurz, bis die Bullerei weg ist. Hoffentlich schifft es nicht so lang. Komm wieder raus. Wenn ich sogar Geld. Kommen, Junge. Hä? Ich mache ein Geld. Noch zwei. Marina will dieses Baby sehen. Kannst du vielleicht den Familienkram aus dem Spiel raushalten? Ignorier ihn. Kommt doch alle rum am Wochenende. Ich hau das Geld weg. Juckt die gar nicht. Macht geil aus. Aber wir bleiben bei unserem Miami Vice-Style-Wagen. Ja, weiß ich. Lass uns was von dem Bargeld einbunkern. Bin in South Downs. Etwas Geduld, bin sofort da. Mein Baby. Dann was du noch was abnehmen muss, war Baby, oh. Oh, was ist denn hier? Hab ich jetzt gerade wirklich Justin Bieber gesungen? Richtig. Wir müssen gucken, wie wir da hochkommen. Ja. Oder rein. Kennen wir uns? Hey, du bist doch Sweet Danny Little. Magst du Boxen? Bisschen. Es gibt Leute, die sagen, du hast das Zeug, ein Champion zu werden. Du hast bald diesen Kampf, richtig? Darum brauche ich deine Hilfe. Die Marcano-Typen haben so einen Kerl, heißt Two Dicks Peralta, hat ein Wettbüro in Wilcox Saloon. Er kommt beim Sparring zu mir und sagt, ich muss in Runde 5 K.O. gehen. Sonst? Und du dann? Hab gesagt, er kann mich mal. Am nächsten Tag bricht jemand meinem Bruder dreimal den Arm. Ist okay? So läuft das da. Du Dix hat sich wohl sogar diesen Jungen geschnappt, Eddie Kenner. Schätze, den will aber eher für inoffizielle Kämpfe nehmen. Man kennt ja die Niggerkämpfe. Massig Kohle zu holen, wenn man weiß, wie die ausgehen. Fuck,
Ich gehe mal zu Tudiks Leuten. Vielleicht finde ich was über ihn heraus. Vielleicht finde ich ja sogar Eddie. Red doch mal mit Peraltas Leuten, wenn du wissen willst, was er plant. Tudik? Das ist auch gar nicht drin. Manche haben nicht mal einen. Gut. Wir haben rumgelaufen. Hier war eine Tür. Manchmal kann man diese grünen Türen nicht so öffnen. Manchmal schon. Das ist irgendwie. Hey, dann wollen wir mal. Wo geht's denn hin? Dahin. Informationen beschaffen. Frage Tudiks Kuriere. Zurückgewinnen kann. Du hast hier nichts zu suchen. Ja. Was geht da ab in der Sportsbar? Der Boss hat irgendeinen Niggerboxer in petto. Ich kann euch zeigen, wo. Ab jetzt sag ich, wo es lang geht. Sehr gut. Hier ist irgendwas, was wir kaputt machen können oder so. Aber wir müssen wieder 49.000 Schaden machen. Bam! Sehr geil. Ich liebe diese Quest. Das wiederholt sich zwar manchmal, so, aber es macht einfach Spaß, weil man die ganzen. Und das ist ja das, was ich immer geil finde an solchen Spielen, weil man sich alles angucken kann in Ruhe. Bulldog Peralta, wer ist das hier? Nur den jetzt hast. Und das ist aber das. Guck dir auch mal die Gegenden besser an. Und das ist halt das, was mir an den Spielen immer untergeht. Deswegen liebe ich es, dass ich selber auch Let's Plays mache. Ich kann mir das auch selber mal anschauen. Wenn mir irgendwas interessiert hat, um mir die Umgebung nochmal anzugucken oder so. Feier nicht wie hart bei Spielen. Und das geht bei den meisten auch unter, weil sie es gar nicht erleben, weißt du? Und von daher. Sind hier nicht willkommen. Hey, da steht ein Preis drauf, Freundchen. Ich hetz dir die Bullen auf den Hals. Ich weiß, es war gerade ein bisschen scheiße, was ich da gemacht habe. Wir brauchen Hilfe! Es kommen Meldungen rein über einen farbigen Mann im Gebiet von South Down. Alle verfügbaren Einheiten. Lass dich mir an. Wer will mitkommen? Der Kerl hat eine Knarre. So bewegt er sich gar nicht. An alle Einheiten. Wieso bewegt er sich? Weil ich den Kopf geschossen habe. Wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und streifen Sie fortsetzen. Jeder bereitet es anders zu. Es gibt kein festgelegtes Rezept. Jede Familie hat ihr eigenes. Ganz aufgeregt, weil sich die Football. Hier rüber! Er ist hier drüben! Komm! Ja, gut. Ihr seid euch hinter ihm! Ich treffe eben immer! Seid so schnell auf den Arschloch! Hä? Von wo?
Ah, von hinten. Da habe ich gesehen. Ja, war ein bisschen zu offensiv. Sorry. Hallo, mein Papa hat meinem Bruder und mir immer gesagt, was aus Euro lasse ich mich nicht behandeln. Ja, egal. Oh, du hast Geld verloren. Aber jetzt, oh nee. Das ist ja, wo war denn das? Kann ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr schaffen, den Erfolg zu kriegen, wegen kaputt machen, oder? Falsche Richtung. Wo war denn das gerade? Bitte, ich hab mir das jetzt nicht gemerkt. Ja, oder? Ja. Ja, hier war das. Also. Okay. Hier war das. Ich hoffe, das liegt noch da. Entschuldigung. Nee. Egal. Arschkappen. Mhm. 43.000 Schaden ist auch nicht, das schaffe ich nie im Leben. Es sei denn, ja, vielleicht doch. Hier rüber. Hier gibt's nichts zu sehen. Aufsatteln! Sperrgebiet. Hey, hier drüben! Ich will okay. Den, komm, und mach ihn platt! Vorsicht, pass doch auf! Aber vor nicht, Junge! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo ist der? Ah. Versuch mal nicht mit jemandem von deinem Kaliber. Wir sterben wie die Fliegen. Ja, komm, hol Verstärkung. Sehr gut. Ja, wir haben mehr Munition als der Waffe. Das
schon auffällig. Ich werde ihn nicht verlieren. Solltest du aber haben. So, dann. Zack. Wir haben ja noch Elbe. Hat mich Windel weich geprügelt. Trotzdem, so ein Ende hat Pagani nicht verdient. Also, ich habe Tommy darauf angesetzt, ein paar Leuten in den Arsch zu treten, die negativen Auswirkungen möglichst gering zu halten. Sehr, sehr schön. Hallo. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier einsteige? Es ist ein Taxi! Es ist ein gottverdammtes Taxi! Warte, also können wir... Nee, da müssen wir hin. Wir sind noch 33.000. Achtung, es gab eine Fahrerflucht im Southdown. An alle Einheiten dieser Nähe, bitte bestätigen. Soll ich rumfahren lassen? Das wäre natürlich geil gewesen, wenn das funktioniert. Wir können noch einen weiterfahren. Fahr doch, du hast doch eh nicht hier. So viel Platz. An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beendet. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Wollen wir mal aus den Spaß machen? Buddies, durchgeknallte deutsche Brüder sind bereit für etwas Streit. Ich könnte Verstärkung brauchen. Und mein Kumpel Vito meint, ihr seid ziemlich harte Jungs. Nun, Vito hat nicht Unrecht. Im Gegenteil. Er hat absolut recht. Wir haben etwas Zeit, um dir zu helfen. Ja, arbeit, meine Minions, arbeitet! Leg dich nicht mit mir an. Ich hab die geilsten Dudes selber. Gott, so klein hier. Ich kann hier gut looten und ihr macht. Vielleicht Leichen. Machen die denn? Hier ist keiner mehr. Drei Bilder auf Totengräber Worn. Du fackelst nicht lange. Also schön. Na klar, Kumpel. Wir sprechen uns nach. Oh, um was kaputt zu machen. So macht das Spaß. Einfach rein, raus, fertig. Ja, den Gefallen. Ja, gut, aber der ist ja jetzt weg. Aber ich wollte es endlich mal sehen. Hier muss immer noch Geld liegen. Ah. War 1200. Da vorne ist was, was mich interessiert. Hängen wir unser Ding weg. Rein
Kinder. Über uns. Was immer das werden soll, ich will nichts damit zu tun haben. Ausdauern 2 von 4. Lass uns was von dem Bargeld einbunkern. Bin in Southdowns. Bin gleich da. Er gehört euch, Jungs. Ich nehme mir diesen Verdacht. 14.000. Ich höre mal nicht drum. Ey! Ich hab keine Hilfe mehr. Wer? Scheiße, keine Kugeln mehr. Wer schießt hier? Geld. Kommt mit. Wer schießt denn hier? Sämtliche Knochen. Haltet wir. Auf die andere Seite. Reicht's mir. Keine Ahnung, was jetzt gerade was los war. War eine Reihe, oder? Mr. Clay, ich habe mir überlegt, dass wir irgendwann die Bäckerei wieder eröffnen sollten. Könnte ja, gut für das Viertel sein. Wie geht es, Mr. Clay? Ich bin glücklich hier, aber lassen Sie mich nicht das Bargeld sehen. Ich bin ein schlechter Rechner. Was haben wir denn hier? So. Ich könnte hier in Southdowns eine Lieferung gebrauchen. Bin gleich da. Sag mir mal, was du hast. Kostet zwar jetzt ein bisschen Geld, aber das ist nicht weiter schlimm. Ausrüstung, Motivation. Na. Sorgsam damit um. Schau jetzt ab. So, jetzt. Aber. Das heißt, wir haben. Wo müssen wir als nächstes hin? Haben wir echt alles schon. Ah, nee. Ja. Bin dumm. Lass mich. Ja, er war auch dumm. Er ist immer wohin gegangen. Ja, Stoppschilder gehören einfach überfahren. Oder? Ich denke nicht, dass du dich mit mir anlegen willst. Du bist an mir.
Nee, sonst nichts mehr. Wir brauchen Hilfe. Alle verfügbaren Einheiten, Meldungen über einen bewaffneten Schwarzen männlich in Southdown. Aus dem Weg. Überprüfen. Trägt der junge Mann da nicht eine Schusswaffe? Einer. Officer vor Ort hat verdächtig gewichtet. Mit äußerster Vorsicht mehr. Ich hab nicht mehr Zeit für euch. Fahren wir jetzt einfach zum nächsten Ort. Wir machen jetzt einen neuen Wagen zu holen. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Egal. Bella, geh jetzt weg an der Stelle. Oh, hallo. Lass uns friedlich bleiben, mein Freund. Finde ich nicht. Ich weiß, wo du hin willst. Mein Vater hat an der Hunderennbahn gearbeitet, ist hier mal klar. Okay. Ich sag's dir nicht nochmal. Genau mit dem Wagen sollten wir noch eine Flucht fahren. Ich hab mir den besten Fluchtwagen überhaupt ausgesucht. Mama, lauf weg! Dudu will das Kind schon schaukeln, oder wie war das? Polizist, Sohn. Wieso hat dieser Mann einen? Wo willst du damit hin? Keine Problem. Ich begib. Polizei! Ich brauche Hilfe! Es kommen Meldungen rein über einen farbigen Mann im Gebiet von South Down. Alle verfügbaren Einheiten, bitte bestätigen. Ja, damit. Jetzt sind wir ein Kampf für alle Fälle, oder wie? Anna und Stuntman. Ja, nicht wirklich, aber... An alle Einheiten. Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole.
wiederhole. Sichtkontakt verloren. Hier die Scheißkarren des Todes. Hallo. Ich will überholen. So, gehen wir da hoch. Gehen wir da hoch. Alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst Keiner wieder will mehr aufnehmen. Wetten, sag du auf Tut. Nichts los. Was immer du gemacht hast, Tudix kam in der Boxhalle vorbei. War stinksauer. Was sagt er? Hat sich mit einem Boxer angelegt und mit der Waffe rumgefuchtelt. Hat zu einem von seinen Jungs gesagt, er wäre dann in Wilcox Saloon. Trainier du weiter für deinen Kampf. Ich kümmere mich um das Arschloch. Weiter. Das Arschloch Tudix wartet auf dich. Jo. Finde ich gut. Eine gute Geschichte wiederum. Das typische Bestechen und so. Oh, tut mir leid. Rutschen wir da rüber. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Lasst uns leckeres Teil. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.